ohne Legendaries und nur mit epischer Ausrüstung und Rang 2 Modifikationen zeige ich euch hier einen Verwüsterbild, mit welchen ihr mühelos durch die Rang 15 Expeditionen laufen könnt und den Bild dann auch noch zu einer ultimativen Tank- und Schadensmaschine mit dem passenden legendären Set aufrüsten könnt. Let's go! Emmanuel. Im Gegensatz zum Technomancer, den ich uns zuletzt vorgestellt habe, unterscheidet sich der Devastator Verwüster in der Spielweise enorm. Wir setzen hier darauf, sehr nah an den Gegnern ranzustehen und fügen diesen mit unseren Nahkampfangriffen und anderen Fähigkeiten immensen Schaden zu. Und wie das am besten funktioniert, zeige ich euch jetzt zuerst bei den Klassentalenten, die wir dazu mitnehmen. Wir starten dabei zunächst mit unserem Anfängerbild für den Verwüster, welchen ihr am besten verwendet, wenn ihr nur epische Ausrüstung habt und noch am Anfang eurer Outrider-Karriere steht. Wir gehen dazu zu den Klassenfähigkeiten und allgemein ist gesagt, dass der Verwüster sich dadurch auszeichnet, dass er ein erhöhtes Leben, eine erhöhte Rüstung hat und sich dadurch bestens als Tank eignet. Wir pushen hier auch unseren fabelhaften Nahkampfangriff, doch dazu später mehr. Wir konzentrieren uns hier auf die Anomaliekraft, da wir unseren Hauptschaden aus unseren Fähigkeiten und Skills beziehen. Hier reduzieren wir die Abklingzeit von unserer Erdbebenfähigkeit unserer Hauptschadensfähigkeit. Weiter geht es mit Anomaliekraft und hier dem erhöhten Widerstandsdurchschlag. Der Widerstandsdurchschlag sagt nichts anderes aus, als dass er ein wenig Rüstung, quasi Anomalierüstung vom Gegner ignoriert und so euren Schaden gegen den Gegner erhöht. Weiter geht es mit der Anomaliekraft. Und hier reduzieren wir wieder die Abklingzeit von unserer Hauptfähigkeit im Erdbeben. Hier auch wieder Anomaliekraft und hier ganz wichtig, wir erhöhen den Schaden gegen Gegner, welche weniger als 30% Leben haben und 20% perfekt zum Finishen. Hier auch wieder Anomaliekraft, erhöhter Lebensentzug durch Fähigkeiten, das bedeutet, wir erheilen uns verstärkt, wenn wir mit unseren Fähigkeiten Schaden zufügen. Und hier erhöhen wir unsere Rüstung und unseren Widerstand um 20%, sobald wir Fähigkeiten einsetzen und diese enden. Und da wir nur mit Fähigkeiten spielen, ist dieser Buff so gut wie durchgehend aktiv. Zu guter Letzt nehmen wir hier wieder einen Widerstandsdurchschlag von 50% mit und nehmen zum Schluss noch das letzte Talent, womit wir unseren Schaden der Seismisfähigkeiten und dadurch dem Erdbeben um 50% erhöhen. Von den nun übrig gebliebenen Skillpunkten investieren wir einen hier in von der Anomalie geschützt, um unseren Rüstungsbonus zu erhöhen und dadurch mehr Schaden auszuhalten. Und natürlich auch hier bei Paladin, damit wir immer eine erhöhte Anomaliekraft haben, wenn wir unsere Schutzfähigkeiten, vor allem unseren Golem, verwenden. Wir sehen gleich der Bild demselben wie der Pro-Variante und wir kommen nun zu den Abweichungen für den Anfängerbild. Zuerst reduzieren wir hier weiterhin unsere Abklingzeit von Schutzfähigkeiten, damit wir unseren Golem dauerhafter aktiv haben. Wir nehmen hier zusätzlich auch starker Arm der Anomalie mit. Jedes Mal, wenn wir einen Gegner mit unserem Nahkampfangriff treffen, erhöht sich unser Widerstandsdurchschlag um 15% pro getroffenem Gegner und das stapelt sich immens gut, da wir unseren Nahkampfangriff regelmäßig verwenden. Danach gehen wir hier weiter zur starken Arm des Gesetzes. Wir verdoppeln den Schaden unserer Nahkampffähigkeit, da wir unseren Nahkampf so gut wie durchgehend verwenden, wenn gerade nicht unsere anderen Fähigkeiten verfügbar sind. Die letzten beiden Punkte investieren wir dann noch hier in die reduzierte Abklingzeit von Kinetikfähigkeiten, da hier der Gravitationssprung dabei ist, welchen wir ebenso verwenden als Lückenfüller. Den letzten Punkt habe ich hier in die verstärkten Blutungsschaden reingesteckt. Ihr könnt hier alternativ auch die verstärkte Heilung mitnehmen. Das überlasse ich euch. Damit haben wir unseren Anfängerbild zusammengebastelt und damit dieser gut funktioniert, brauchen wir natürlich die passenden Fähigkeiten. Hier haben wir drei Stück, wobei sich die ersten beiden mit dem Pro-Bild abgleichen. Zunächst haben wir Erdbeben, das ist unser Hauptschadenskill, er verbreitet ein Erdbeben, Gegner werden getroffen, erleiden Schaden, erleiden dann später auch eine Blutung und sorgen damit für durchgehenden Schaden und auch Heilung. Als zweites haben wir Golem, was unseren eingehenden Schaden um 65% reduziert. Diese Fähigkeit halten wir auf Cooldown, das bedeutet, wir aktivieren diese immer sofort, sobald sie verfügbar ist, sodass wir immer gut geschützt sind. Die dritte Fähigkeit ist Gravitationssprung, dient in unserem Bild mehr als Lückenfüller, das heißt, wenn die anderen beiden Fähigkeiten gerade nicht verfügbar sind, nutzen wir diese Fähigkeit und sind dadurch auch ein wenig mobiler. Eine vierte Fähigkeit, die hier nicht aufscheint, aber einen sehr großen Teil von unserem Schaden ausmacht, ist der berühmte Nahkampfangriff. Angriff unseres Verwüsters, welcher hier kurz beschildert ist. Im Prinzip ist es nichts anderes als ein Flächenschadeneffekt in kurzer Distanz, welcher Gegner sogar Blutung zufügt und dadurch unseren Damage weiter boostet.
Wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt bei der Ausrüstung. Bei unserer Ausrüstung beginnen wir zunächst wieder bei der Waffe. Hier habe ich ein normales Sturmgewehr. Es geht natürlich auch ein leichtes Maschinengewehr, Hauptsache vollautomatisch. Achtet hier bei den Statuswerten, dass ihr im besten Fall Lebensentzug durch Fähigkeit dabei habt, damit ihr euch mehr heilt durch eure Schäden, und auch Statuskraft, damit eure Blutungen mehr Schaden zufügen. Ansonsten habe ich hier nur eine Empfehlung bei den Modifikationen, und das ist Ketten des Todes. Diese belegen Gegner, vor allem stärkere Elite-Gegner, mit einem Debuff, welcher sie langfristig schadet. Den könnt ihr auch immer wieder auffrischen und bekommt so immer wieder netten Schaden mit. Kommen wir zur Rüstung, und hier seht ihr, ich habe nur epische Gegenstände und nur Rang 2 Modifikationen. Die wichtigsten Attribute sind dabei Anomaliekraft, damit unsere Fähigkeiten mehr Schaden zufügen, und Abklingzeitreduktion, damit unsere Fähigkeiten schneller verfügbar sind. Als drittes empfehle ich euch Statuskraft, damit eure Blutungen effektiver sind, oder Lebensentzug durch Fähigkeit, damit ihr euch verstärkt heilt. Wichtig sind jedoch Anomaliekraft und Abklingzeitreduktion, was sich dann auch beim Profibild nicht ändern wird. An welchen Teilen ihr die Modifikationen habt, spielt dabei keine Rolle, ich gehe sie in der Reihenfolge durch, wie ich sie habe. Zunächst haben wir hier Blutschock, eine Rang 1 Modifikation, welche einfach dafür sorgt, dass Gegner eine Blutung erhalten, sobald sie durch Erdbeben getroffen werden. Als zweiten Punkt haben wir hier Prügelei, eine sehr wichtige Modifikation, sie erhöht nämlich unseren Nahkampfschaden um 100%, und da wir unseren Nahkampf immer wieder verwenden, ist das eine sehr wichtige Modifikation, damit dieser Bild hier funktioniert. Auf der Brust habe ich zusätzliches Beben, dadurch könnt ihr euer Erdbeben zweimal verwenden, bevor die Abklingzeit zu laufen beginnt. Sehr wichtig, damit der Bild funktioniert. Und ebenso wichtig, Nahkämpfer. Diese Mod reduziert unsere Abklingzeit vom Nahkampfangriff. Ja, auch diese hat eine Abklingzeit von 50%. Ihr könnt sie so einfach rascher und verlässlicher verwenden. Hier haben wir eine Modifikationsauswahl, die nicht absolut wichtig ist. Verstärkte Rüstung war hier einfach schon dabei, die konnte ich nicht mehr ändern. Wichtig ist hier das Erbe der Erde. Diese Modifikation erhöht die Reichweite unserer Erdbebenfähigkeit um 60%. Das klingt jetzt nicht nach viel, aber es sorgt einfach dafür, dass eure Fähigkeit, wenn ihr sie einsetzt, mehr Gegner trifft als üblich, und somit verursacht ihr wieder mehr Schaden und bekommt mehr Heilung durch die Verblutungen der Gegner. Auf den Handschuhen haben wir Berstender Boden. Diese Modifikation erhöht den Schaden unserer Erdbebenfähigkeit um weitere 84.000. Und hier habe ich noch Gravitationssprung. Ebenso nicht allzu wichtig. Ich hatte sie hier einfach schon dabei. Diese Modifikation könnt ihr natürlich auch austauschen gegen andere. Bei den Schuhen haben wir dann wieder zwei Modifikationen, die dafür umso wichtiger sind. Wir haben einmal Blutschub, was den Schaden gegen Gegner, die Blutung erleiden, um 15% erhöht. Und da wir mit unseren Erdbeben und unseren Nahkampfangriffen Blutungen verursachen, sind unsere Gegner so gut wie durchgehend beim Verbluten. Und die zweite, absolut wichtige Modifikation für diesen Bild ist ungezähmte Macht. Jedes Mal, wenn ihr eine Fähigkeit durchführt und dazu zählt eben auch der Nahkampfangriff, verursacht hier eine Anomalie-Explosion. Die sieht so bläulich aus und alle Gegner, die um euch herum stehen, erleiden Schaden, und der entspricht 30% eurer Anomaliekraft. Zusammengefasst, versucht ihr also mit dem Anfängerbild so nah wie möglich am Gegner ranzustehen, haltet entsprechend viel Schaden aus und macht die Gegner mit euren Fähigkeiten und der Explosion von ungezähmte Macht mürbe. Der Bild ist nicht dazu ausgelegt, die Expeditionen im Eiltempo zu schaffen. Ihr werdet länger brauchen, wie zum Beispiel mit dem Technomancer, aber ihr solltet sie ohne Probleme schaffen können, da ihr als Tankmaschine guten Schaden aushält und genauso gut austeilen könnt. Wenn ihr bereits ein paar Legendaries ergattern konntet, könnt ihr eventuell schon zum Profibild umsteigen, mit welchen ihr zu einer unzerstörbaren Tank- und Damage-Maschine werdet, die sowohl im Solo- als auch im Gruppenspiel unverzichtbar ist. Wir starten dazu wieder in die Klassentalente rein, und hier haben wir ein ähnliches Bild vor wie vorhin beim Anfängerbild. Wir pushen unsere Anomaliekraft und die Abklingzeiten unserer Seismikfähigkeiten, und hier, Achtung, reduzieren wir nicht nur Erdbeben, sondern eben auch Aufspießen, welche wir hier im Bild verwenden werden, doch dazu später mehr. Wir nehmen also wieder die Anomaliekraft mit, den erhöhten Widerstandsdurchschlag für mehr Damage gegen die Gegner, Anomaliekraft, reduzierte Abklingzeit, Anomaliekraft, hier wieder den Finisher Move, damit wir mehr Schaden zufügen bei Gegnern unter 30 Leben, hier wieder erhöhte Anomaliekraft, Lebensentzug durch Fähigkeiten wird erhöht, wir erhöhen wiederum unsere Rüstung und Widerstand, wenn wir Fähigkeiten einsetzen und diese ändern.
finden, was bei uns durchgehend der Fall ist und gehen auch hier wieder auf den erhöhten Widerstandsdurchschlag und zu guter Letzt erhöhen wir den Schaden unserer Seismisfähigkeiten um 50%. Das betrifft sowohl Erdbeben als auch Aufspießen. Im Gegensatz zu vorhin unterscheidet sich die Aufteilung der letzten 7 Talentpunkte sich doch ein wenig. Zunächst setzen wir wieder einen Punkt hier in den Rüstungsbonus, damit wir wieder richtig tankig werden und auch hier setzen wir wieder einen Punkt bei Paladin, damit wir mehr Anomaliekraft erhalten, wenn wir unsere Schutzfähigkeiten bzw. Golem verwenden. Danach setzen wir auch hier auf die reduzierte Abklingzeit von der Schutzfähigkeit Golem und danach setzen wir unsere restlichen 4 Punkte nicht in den erhöhten Nahkampfangriffsschaden, wie wir es vorhin getan haben, sondern in den erhöhten Blutungsschaden, weil wir uns darauf mit dem legendären Rüstungsset spezialisieren werden. Das heißt, wir nehmen hier erhöhten Blutungsschaden von 30% mit, dasselbe auch hier und hier verlängern wir die Dauer von Blutung um 30%, dasselbe auch hier. Und damit haben wir einen Build, der sich nun voll auf die Blutung und den Schadensoutput konzentriert, während er genauso tankig bleibt wie vorhin und dazu verwenden wir auch dieselben Fähigkeiten. Wir verwenden Erdbeben, welche wieder unser Hauptdamage-Dealer sein wird und unsere Gegner zum Bluten bringt. Wir verwenden auch wieder Golem als Hauptschutzfähigkeit und auch für den Anomalie-Power-Boost und im Gegensatz zum Anfängerbild verwenden wir nicht Gravitationssprung, sondern Aufspießen. Mit Aufspießen unterbrechen wir unser Ziel, geben ihm sehr viel Schaden, bringen es zum Bluten und wenn wir einen Gegner damit aufspießen, sprich wenn das der Finisher-Move ist beim Gegner, erhalten wir 9 Sekunden lang Rüstung und Lebensgenerationsbonus und dadurch erhalten wir mit diesem Bild noch mehr Defensive wie vorhin und werden tatsächlich meiner Meinung nach unkaputtbar. Und damit das alles gut zusammenspielt, haben wir natürlich auch ein paar Änderungen bei der Ausrüstung. Wir beginnen hier wieder zunächst bei der Waffe. Hier habe ich ein legendäres Maschinengewehr. Warum habe ich mich für dieses entschieden? Wir haben hier Lebensentzug durch Fähigkeit und Statuskraft. Beides hilft unserem Bild, vor allem Statuskraft, weil es den Blutungsschaden weiter erhöht. Wir haben auch hier wieder Ketten des Todes, wie beim Anfängerbild und als Rang 3 Modifikation Claymore Schlaghagel. Denn immer wenn ich auf die Gegner raufschieße, fallen 4 Schwerter vom Himmel und fügen zusätzlichen Schaden zu und das macht den Schadensoutput noch einmal etwas höher. Bei der Ausrüstung setzen wir auf das legendäre Set des seismischen Befehlshabers, mit welchem wir unseren Schadensoutput bei Gegnern, welche an Blutungen leiden, um weitere 50% erhöhen. Die Hauptattribute bleiben dieselben, wir setzen auf Anomaliekraft und Abklingzeitreduktion, danach auf Statuskraft und auf Lebensentzug durch Fähigkeit. Auch bei den Modifikationen ändert sich natürlich einiges, vor allem dadurch, dass wir Aufspießen als dritte Fähigkeit mitnehmen. Hier haben wir die Rang 3 Modifikation, wodurch wir Aufspießen 2 weitere Male, also insgesamt 3-mal verwenden können, bevor die Abklingzeit ausgelöst wird. Das ist eine Must-Have-Modifikation, damit Aufspießen auch wirklich ein guter Damage-Dealer wird. Danach haben wir wieder Blutschock wie vorhin, damit Gegner durch Erdbeben zur Blutung kommen. Bei der Brust haben wir zweites Beben, eine Rang 3 Modifikation. Dadurch können wir unser Erdbeben ein zweites Mal verwenden, bevor die Abklingzeit ausgelöst wird. Das verstärken wir später dann noch ein weiteres Mal. Und auch hier haben wir wieder Erbe der Erde, um die Reichweite unseres Erdbebens zu erhöhen. Danach kommen wir zu den Beinen und hier sehr wichtige Modifikationen. Wir haben verfluchtes Blut, wodurch Gegner, welche an Blutungen leiden, noch einmal um 25% mehr Schaden erleiden, also jetzt schon 50% plus 25%. Und hier die Rang 1 Modifikation mit zusätzlichen Beben. Insgesamt können wir nun unser Erdbeben durch diese Modifikation und durch die auf unserer Brust insgesamt 3-mal verwenden, ebenso wie aufspießen. Und dadurch können wir unseren Schadensoutput neben unserer Tankiness weiter extrem erhöhen. Auf den Handschuhen haben wir dann Palisade. Durch diese Modifikation trifft unser Aufspießen 2 weitere Gegner, also nicht nur eine, sondern wir können 3 Gegner damit treffen und erhöhen unseren Schadensoutput damit enorm. Und dasselbe gilt für Berstender Boden, wo wir unseren Basisschaden vom Erdbeben wiederum erhöhen. Bei den Schuhen hat sich im Vergleich zum Anfängerbild nichts geändert. Wir haben wiederum Blutschub, um unseren Schaden gegen blutende Gegner um weitere 15% zu erhöhen und auch weiterhin ungezähmte Macht, weil dieser Damage Boost einfach unfassbar gut ist. Damit sind wir schon am Ende unseres All-in-One-Build-Guides für den Verwüster. Vergesst nicht mehr ein Abo zu hinterlassen, wenn ihr keine weiteren Guides verpassen möchtet und ich freue mich schon, wenn wir uns bald wiedersehen, eventuell auf Twitch, wo ich jeden Montag Outrider streame und euch gerne unabhängig von Erfahrung, Ausrüstung und Klasse durch die Expeditionen ziehe, damit wir uns gemeinsam auf World Slayer vorbereiten. In diesem Sinne wünsche ich euch noch viel Lootglück. Wir sehen uns bald wieder. Euer Emmanuel.